Ernst I., Fürst zu Hohenlohe-Langenburg, war der 4. Fürst des Hauses Hohenlohe-Langenburg. Biografie: Ernst Christian Karl war der älteste Sohn von Fürst Karl Ludwig zu Hohenlohe-Langenburg und dessen Gemahlin Gräfin Amalie Henriette zu Solms-Baruth. Nach einem dreijährigen Studium an den Universitäten Tübingen und Heidelberg trat er in den württembergischen Militärdienst ein. 1819 wurde er Mitglied der württembergischen Ständeversammlung und 1833 Präsident des Ständischen Ausschusses. 1835 Präsident der Kammer der Standesherren des Württembergischen Landtages. Dieses ehrenvolle Amt machte ihn zu einem der einflussreichsten Männer Württembergs. 1830 wurde Ernst zu Hohenlohe-Langenburg das Großkreuz des Ordens der Württembergischen Krone verliehen. Häufige Krankheiten zwangen Ernst sukzessiv dazu, sich aus den aktiven standesherrlichen Geschäften zurückzuziehen. 1858 bat er um seine Entlassung aus dem Präsidentenamt. Fürst Ernst starb 1860 während eines Aufenthalts in Baden-Baden und wurde in Langenburg beigesetzt. Ehe und Nachkommen. Am 18. Februar 1828 heiratete er im Kensington Palace Prinzessin Feodora zu Leiningen, einzige Tochter von Fürst Emich Karl zu Leiningen und seiner zweiten Frau Prinzessin Marie-Louise Victoire von Sachsen-Coburg-Saalfeld, somit die ältere Halbschwester der britischen Königin Victoria. Aus der Ehe gingen folgende 6 Kinder hervor: Karl Ludwig Wilhelm Leopold Lemniskate 1861, Marie Grad Wohl, Freifrau von Bronn, Elise Adelheid Viktorie, unverheiratet, Hermann Ernst Franz Bernhard Lemniskate 1862, Prinzessin Leopoldine von Baden, Viktor Ferdinand Franz Lemniskate 1861, Lady Laura Wilhelmina Seymour, Gräfin von Gleichen, Adelheid Viktoria Amalia Luise Maria Konstanze Lemniskate 1856, Herzog Friedrich der VIII. Von Schleswig-Holstein, Feodora Victoria Adelheid Lemniskate 1858, Herzog Georg II. Von Sachsen-Meiningen.